Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Ja, wir sind immer noch in den Umma-Hügeln in Imnestal. Und wir wollten rasten gehen. Erst einmal. Und dann gucken wir uns weiter um. So. Ich warte nun gut. Wird ein Zimmer für 6. Ihr noch nie. Darauf könnt ihr euch aber verlassen. Dienst in Anspruch nehmen, ja. Ruhig. Ach, nehmen wir mal lieber Händler. Ihr dürft euch nicht ausruhen, wenn eure Gruppe verstreut ist. Ernsthaft, die sind da drüben. Ja. Was immer. Ihr seid doch keine Söldner, oder? Ich hasse diesen geldgierigen Abschaum. Ignoriert bitte nur die Ratten, Mieten, Rast. Fragt nur, wenn ihr es wollt. Gut. Es ist stockduster. Natürlich. Jetzt werden die Ogre vielleicht schlafen, deswegen gehen wir erst einmal nach Westen und suchen das Haus. Die Ogre waren nämlich im Norden, also in dem Bereich hier wahrscheinlich. Und ich bin doch in den Umma-Hügeln, oder? Ja, Umma-Hügel. Hier müsste eigentlich auch das Haus von dem Typ sein, den wir für die Magier finden sollen. Viga Kortala. Genau. Valiga Kortala, genau. Manche Namen muss man nicht aussprechen können. So, das ist das Haus. Der Waldläuferin, der Hüterin. Etwas abgelegen am Fluss. Ja. Waldläuferhütte, genau. Für Hütte ist etwas untertrieben. Das Ding sieht ziemlich groß aus. Schauen wir einfach mal, was wir drin finden. Der Rest kann ruhig mitkommen. Ja, die Wegfindung in diesen guten alten Spielen. So. Wenn es das ist, was ihr braucht meinen Rat. Yoshimo, sicher ist sicher. Nadelspitze tanzen. Eine Goldmünze. Okay. Marellas Tagebuch. Ein paar beißende Bolzen. Und das sieht nicht so gut aus. Es sieht so aus, als habe hier ein heftiger Kampf stattgefunden. Jemand wurde getötet, seine Leiche aus der Hütte gezerrt. Im Blut kann man Spuren erkennen. Es scheint sich um die Fährte eines Hundes oder Wolfs zu handeln. Eine Nachricht von Messi Fenton. Also ja, erstmal Säurepfeile. Die Nachricht von Messi. Valak, wir brechen heute auf, um das Wolfslager zu finden. Meine eigenen Erkundungen haben Marellas Verdacht bestätigt. Es gibt tatsächlich ein großes Wolfsrudel in der Gegend. Auf der beigefügten Karte habe ich jeden Punkt markiert, an dem ich die Wolfshöhle vermute. Folgt uns, wenn es euch möglich ist, aber seid bitte vorsichtig. Wir können es uns nicht leisten, dass noch jemand unter mysteriösen Umständen verschwindet. Bis dann, Messi.
Auf dem gleichen Stück Pergament ist eine primitive, aber gut lesbare Karte gezeichnet, die den Weg zu einem waldigen Gebiet etliche Stunden nördlich von Imnestal weist. Gucken wir mal kurz. Tempelruinen hier. Genauso haben wir das Tagebuch. Ihr überspringt viele der Einträge, die sich auf Orte und Zeiten beziehen, die nichts mit eurem aktuellen Problem zu tun haben. Siebte Flammenleite. Katja hat mich erneut besucht. Ein süßes Mädchen, das ganz begierig darauf ist, von mir zu lernen, warum ich mit den wilden Kreaturen so gut umgehen kann. Zwölfte Flammenleite. Dunkle Kreaturen treiben sich im Wald herum. Etliche Dorfbewohner wurden von einem unbekannten Raubtier getötet. Jeder scheint eine andere Ansicht zu vertreten, wer oder was die Morde verursacht. Besonders seltsam ist an der Sache, dass die Körper im Morgengrauen verschwinden. Das ist für mich ein besonders großes Rätsel, da alle Indizien auf ein Wolfsrudel hinweisen, das schon länger in der Gegend heimisch ist. Wölfe stehlen keine Körper, das machen eher Werwölfe. Vielleicht sollte ich besser wolfsartige Kreaturen sagen. In der Nacht konnte ich während meiner Patrouillen oft schattenhafte Umrisse dieser Wölfe sehen, die einige Zeit an meiner Seite liefen. Ich habe versucht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, aber sie ignorieren mich. Das ist äußerst befremdlich, fast so, als ob das Rudel von jemand anderem kontrolliert wird. Vor Jahren habe ich mit den Anführern des Rudels gesprochen, damals waren sie höflich. Jetzt fliehen sie entweder vor mir oder, ich wage es kaum auszusprechen, verfolgen mich gar. 21. Flammenleite. Es ist nahezu Mittag, aber dennoch scheint der Wald außerhalb meiner Hütte voller Schatten zu sein. Ich muss mich anstrengen, um hier und da den Gesang eines Vogels zu hören, und die meisten größeren Tiere sind schon längst geflohen. Diesen Nachmittag will ich versuchen, das Lager des Wolfsrudels zu finden. Ich habe eine Karte vor dem Weg, der dorthin führt, gezeichnet. Alle Hinweise deuten darauf hin, dass sie die Schuldigen sind, aber welche Art von Wölfen legt ein derartiges Verhalten an den Tag? Es sind Wölfe mit der Verschlagenheit von denkenden Wesen. Und da gibt es noch etwas. Es ist ein Flüstern in meinen Gedanken. Jetzt am Tag ist es nur schwach, doch wenn ich schlafe, träume ich nur von dieser Stimme und dem Gesicht dahinter. Ob all das etwas mit der Stimme zu tun hat, weiß ich nicht. Ich nehme an, dass ich heute, wenn die Sonne untergeht, meine Antworten bekommen werde. Ja, da wurde sie entführt. Ja, Tagebuch der Oma-Hexe, das lassen wir mal hier einfach liegen. Das sind Questgegenstände, die kommen da rein. Wo soll ich leichtfüßig und so? Euer Wunsch ist mein Begehr. Okay, hoffen wir mal, dass sie nicht tot ist. Das wäre schlecht für die Gegend. Das heißt, wir gehen jetzt weiter nach Norden. Also ich könnte jetzt theoretisch schon zu der Ruine gehen. Das will ich... Oh! Schatten! Ach ja, und ich könnte ins Tagebuch gucken. Windspeerhügel, Langeweile. Das ist auch noch die Langeweile. Korkan und das Buch. Kangraks Körper. Gail Bale. Hier. Die Todesfälle. Minister Lloyd, Delon. Ja, in Merias Hütte habe ich das Tagebuch der Waldläuferin gefunden und eine Notiz von Messi Fentan, von der ich schon früher gehört hatte. Die Notiz war wohl für die Leiche in der Hütte hinterlassen worden. Die Funde weisen darauf hin, dass ein Wolfsrudel für die Todesfälle verantwortlich ist und dass sowohl Merella als auch Messi ausgezogen sind, um das Rudel zu untersuchen und nicht zurückgekehrt sind. Ich wollte wohl die Lösung dieses Rätsels finden, wenn ich den hinterlassenen Anweisungen folge. Oh, das sind viele Schatten. Oh, und Minsk ist gelähmt. Okay, gegen die Viecher brauchen wir was Stärkeres für sie. Dass sie sich nicht ständig beschwert, dass ihre Waffe nichts taugt.
So. Die Pflicht ruft. Ist das magisch, dass ich spannen kann? Ja. Minsk und Bo, allzeit bereit. Fähigkeitswert gesenkt. Das ist natürlich nicht so toll. Ja. Ich bin bereit. Du kannst dich auch mal selber heilen. Und ja, ich verschwinde immer erst die kleinen Heilzauber. So. Sicher ist sicher ein Quicksave machen. Oh, und das hat bei Minz jetzt auch schon nachgelassen. Sehr gut. Eigentlich sollte ich ja erstmal nach Osten zurück und mir die Oger ansehen, auch wenn es dunkel ist. Wir haben die wievielte Stunde? Es ist 2 Uhr nachts. Okay. Ich weiß nicht, ob es gut ist, einen grummeligen Oger beim Schlafen zu stören. Es ist allgemein, ich glaube, es ist allgemein nicht gut, Oger zu stören. So, da können wir über den Fluss. Der Baum hat einen ziemlich geraden Stamm. Ich dachte schon, das wäre so eine Art Pfahl. So, jetzt sind wir wieder nördlich der Stadt oder des Dorfes. Hier ist ein bisschen Waldgebiet mit ziemlich engem Buschwerk im Weg. Hier könnten wir das Kartengebiet verlassen, das will ich aber nicht. Ich will eigentlich irgendwo über den Fluss kommen. An der Stelle hier zum Beispiel sieht's gut aus. Oh, da sind die Oger, hä? Wobei das nicht wie Oger aussieht. Was möchtet ihr? Na doch, da ist ein Oger dabei. Halt, ihr seid Mensch, aber ihr nicht sein aus Menschendorf. Warum ihr seid gekommen? Was ihr wollt? Wer seid ihr und was... Also, ich will wissen, warum ihr Leute aus dem Dorf ermordet. Wer seid ihr und was macht ihr hier? Ich bin hier, um euch und euresgleichen zu töten. Nichts, ich bin schon wieder weg. Fragen wir mal, wer ihr seid. Ich, Madulf, Anführer großer Truppe von Sissel im Süden. Will keine Rassen mehr töten. Bringt meine Gefährten zur Fahnenflucht. Wir nun wollen gelassen werden allein. Und was ist mit der Geschichte, was ist an der Geschichte daran, dass eure Leute verantwortlich sind für die Morde in Imnestal? Ihr seid Fahnenflüchtlinge aus dem Sizilianischen Reich? Wie stellt ihr euch das Leben hier vor? Tja, das ist hart, weil ich eurem bösen Leben ein Ende bereiten werde. Ich gehe da mal. Wie stellt ihr euch das Leben hier vor? Ist sehr schwer. Menschen uns hassen und wir nur wollen sein in Ruhe gelassen. Einige Menschen rufen Ritter, die uns jagen. Nicht schlimm. Hier aber, Madulf, denken, Dorf für Dritter rufen bald. Menschen sehr anstrengend. Natürlich haben sie ein Recht darauf, aufgeregt zu sein, wenn ihr sie umbringt. Warum sollte das Dorf euch erlauben, zu bleiben? Nun, ich bin zwar kein Ritter, aber ich werde eurer bösen Existenz ebenso schnell ein Ende setzen. Ich verstehe, ich gehe dann mal. Warum sollte das Dorf euch erlauben, zu bleiben? Madulf und seine Leute mögen hier, aber etwas Böses umbringt Leute. Verloren ein, vielleicht zwei auf einmal, verschwinden Körper auch, sehr schlimm, Madulf sehr besorgt. Madulf nicht wollen Tod, Madulf nicht wollen Kampf, nur wollen Frieden. Jetzt sagen Dorfbewohner vielleicht, dass Madulf und seine Leute das Dorf beschützen werden, schützen vor Monstern in den Bergen, ja? Menschen lassen uns bleiben dann und nicht rufen Ritter. Vielleicht lassen uns kommen einmal im Mond, dann handeln mit Essen und Waren. Madulf machen Handel mit Dorf, wenn ihr sagen ihnen, wir nicht wollen Ärger.